Die Welt wird städtisch. Nach Prognosen der UNO steigt der weltweite Anteil der städtischen Bevölkerung bis 2050 auf rund 70%. Vor diesem Hintergrund forscht das Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik Umsicht in Oberhausen an der Entwicklung von großflächig skalierbaren Bauelementen, mit denen der Bau von bodenungebundenen begrünten Wänden möglich ist. Im Vergleich zu den bisher vorliegenden Techniken wird bei Fraunhofer Umsicht ein Konzept verfolgt, das auf mineralischen, saugfähigen und flüssigkeitsspeichernden Werkstoffen basiert. Das Grundprinzip wurde weiterentwickelt und Bauelemente konzipiert. Diese bestehen aus Kalksandsteinen, die die Aufnahme von Pflanzsubstrat und Pflanzen in einem Rinnensystem ermöglichen. Erste Funktionsmuster wurden in Zusammenarbeit mit den Unternehmen Unica und Biolith hergestellt und zu Pilotwänden verbaut. Das verwendete Substrat und die Bepflanzung können in vielfältiger Weise variieren und auf den gewünschten Begrünungstyp angepasst werden. Insbesondere bei Gräsern wird ein schneller Begrünungserfolg erzielt. Zudem wird das Anwachsen von Algen, Flechten und Moosen begünstigt. Insbesondere der Aufwuchs von Moosen ist erwünscht und Ziel der Arbeiten, da Moosen unter anderem Eigenschaften zur Feinstaubsorption zugesprochen werden. Die Bewässerung des Systems erfolgt von oben. Aufgrund der Flüssigkeitstransporteigenschaften des Steins wird das Wasser allein durch Schwerkraft nach unten geführt und erreicht so alle Pflanzrinnen in der Wand. Bei Bedarf können zudem die einzelnen Lagen separat bewässert werden. In aktuellen Arbeiten werden wandspezifische Untersuchungen durchgeführt, die die Erarbeitung von Bewässerungskonzepten, Pflanzen- und Substratvariationen, die Kultivierung von Moosen sowie bautechnische Untersuchungen betreffen. Umgebungsrelevante Untersuchungen adressieren die Aspekte Mikroklimabeeinflussung, Feinstaubsorption, Schallschutz und Biodiversität. Im Gartenbereich kann das System als Trennwand, zur Wandverkleidung, gestalterisches Element oder zum Anbau von Kräutern eingesetzt werden. Neben diesen Einsatzfeldern als Wand- und Fassadenbegrünung eignet sich das System auch im Bereich des Lärmschutzes. Durch einen doppelschaligen Aufbau mit beidseitiger Begrünung der Wand werden gute Lärmschutzeigenschaften erzielt. Die Forschungsarbeiten sollen belastbare Aussagen zum In- und Output des Systems ermöglichen. Die ermittelten Daten werden visualisiert und bereitgestellt.